Hallo und willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Runde Mafia 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Euer Transac für euch am Mic. Und heute geht's weiter, jawohl. Wir müssen Burke's Iron and Metal Hof hier verteidigen. Wir haben soweit eigentlich die Mission alle abgeschlossen hier. Und das ist jetzt so die letzte Mission dieser Karte hier. Dann haben wir Point Verdun eingenommen. Ja, und los geht's. Ziel deaktivieren wollen wir nicht. Wie bitte? Mein Papst fragt, wie es mir geht? Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. So, jetzt wird's hier sicherlich gleich losgehen. Oh, ich habe hier eine Wumme. Momento. So. Das ganz und gar nicht. Scheiße! Köpfe runter! Stürze, Jungs, zum Sterben! Oh, 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 shit, shit, shit. Rate seinen Arsch ins Feuer! Er erledigt das ganze Team! Oh, jetzt musst du aufpassen hier. Eieieiei. Was zur Hölle, du Arschloch! Vergiss die kleine Überraschung, die ich nicht für die Ithaka habe! Oh oh. Eieieiei. Runter, 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 runter! Oh, hier geht's aber zur Sache jetzt. Ich kann momentan gar niemanden sehen, ja. Runter, runter, runter! Da unten ist jemand. Moment, oh. Da hinterm Fass. Jetzt bist du erledigt. Ah, was rennt der denn so schnell? Komm hoch. Komm her, dann habe ich dir meinen Riemen in den Arsch. Sauber. Den haben wir. Da unten kommen noch zwei. Shit. Der hat sich dahinter verschanzt. Da haben wir eine Chance. Ich wärme ihn etwas auf. Wie geht's deinem Schädelpaar? Ja, ich hab das Gefühl, mir krabbelt Feuer am meisten durchs Hirn. Da werden die armen Viecher ja glatt verhungern. Die Sprüche sind cool. Vergiss die kleine Überraschung nicht, die ich für die Ithaka hab. Oh, da kommt noch mehr. Oh, wie viel kommt da denn noch? Verdammte Axt. Da ist noch einer. Komm hoch. Komm hoch. Verbrennen die denn alle so schnell? Ja, den haben wir. Den haben wir. Oh, 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 Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Der kommt gleich wieder. Hey. Jawoll. Da kommt der jetzt Drecksack gleich einer. Mir. Waffe wechseln. Runter, runter. Uiuiuiuiuiui. Gib mir mal die Kohle. Da hat sich der dran wenigstens gelohnt hier. So. Wumme wechseln wieder. Dahinter, hinter der Mauer habe ich einen gesehen. Da ist er. Ja, ja, ja. Ich muss hier erstmal die Ithaka beseitigen, mein Lieber. Habe ich hier irgendwo was in der Nähe? Ja, sieht gut aus. Da hinten, okay. Oh, sind das viele. Alle Mann in Deckung! Shit, 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 shit. Wir haben einen Gast! So, den haben wir. So, die ist alle. Ist in der anderen noch was drin? Nee, ne? Shit, shit, shit.
Okay, ich glaube, wir müssen hier langsam mal runter. Da ist noch Geld. Das nehmen wir mit. Vergiss so. Die kleine Überraschung nicht, die ich für die Ithaka habe. Ja. Da gehe ich jetzt hin, Maga. Da gehe ich jetzt hin. Runter. Ich gehe in Deckung. Hier muss noch irgendwo ein Medizinschrank sein. Oh ja, hier. Ah, der ist gesperrt. Shit. Okay. Wo ist denn die blöde Ratte? Ich sehe den gar nicht. Da. Sauber. So, der nächste bitte. Hört nicht auf zu feuern! Den ganzen Scheiß haben wir nicht. Los geht's! Ich werde auf Zack, haben wir. Du dreckiger Ithaka. Da war wohl nix. Da ist er. Ja, komm her hier. Komm her. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Runter. Kontrollieren jetzt Point von der Aubergine-Scheiße ist hier! Sauber! Berg, mach das hier jetzt klar. Oh, da kommen noch mehr. Och nö. Bring mir diesen Schwanzlutscher. Shit! Noch mehr! Runter. So, da kommen sie. Du bist noch tot und merkst es nicht. So ist es. Geh in Deckung. Sieh mal an, was ich gemacht habe. Der lebt immer noch, das gibt's doch nicht. Oh, da ist es gefährlich. Oh, Vorsicht. Oh, shit. Adrenalin. Komm hoch. Verdammte Axt. Doch, endlich. Jetzt haben wir ihn. Den haben wir auch. Meine Herren, auf jeden Fall kralle ich mir erst seine Maschinenpistole gleich mal hier. Ich glaube, der ist frei. Runter. Maschinenpistole. Irgendwelche letzten Worte? Dran. Komm her. Jawohl. Den haben wir. Gib mir mal die Maschinenpistole. So, wo haben wir hier jetzt noch Feinde? Das sieht doch schon gut aus hier. Ich ziehe mir auch erst noch mal eben hier schnell das Adrenalin rein. So, komm her. Jawohl. Das ist immer gut. Nachladen. Okay. Kohle.
noch was mit dem? Ei. So ist es. Jetzt ist es vorbei mit dir, mein Lieber. Ja, jetzt hat er verspielt, der Liebe, ja? Fette Sau, sagt er. So, das haben wir abgeschlossen. Erledige den Schlachter. Wunderbar. Ich denke mal, ich werde mal wieder die letzten beiden Szenen reinschneiden müssen, da hier ja wieder alles ausgeblendet wird vom Schneideprogramm. Triff dich bei der Brennerei. Ja, ich glaube, hier einmal müssen wir uns noch trennen. Treffen mit Burke bei der Brennerei. Okay, vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was wir bekommen von ihm. Irgendwie noch ein letzte nette Worte oder was weiß ich auch immer. So. Jetzt die Frage, wie wir hier raufkommen. Aber der Weg ist schon richtig, wie es aussieht. Ach, hier durch. Hier rein. Aha. Du solltest jetzt oder so. So können wir das auch machen. So, mein Gott, wo ist denn der blöde Burke jetzt endlich? Kein Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Wo ist der Burke? Da ist er. Thy lone one to pine on the stem since the lonely are sleeping. Go sleep though with them. Bist du schon fertig mit Barbieri? Barbieri? Nein. Bei weitem noch nicht. Bis der krepiert. Das dauert. Was dich angeht. Du bist aufgetaucht. Wie lad sowas persönlich? Mein erster Gedanke war, dieser schwarze Bastard ist entweder der glücklichste Hurensohn, den ich je in meinem Leben gesehen habe, oder einer von denen, die eine magische Anziehungskraft auf Pech ausüben. Ich war mir verdammt sicher, es war letzteres. Ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Dann könntest du ja jetzt anfangen, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen. Okay. Dann nenne ich dich jetzt Lincoln. Das ist lustig. Wir verlieren etwas und reden uns ein, wir müssen die Qualen, die wir erlitten haben, nur an andere weitergeben. Dann vergeht der Schmerz, der sich in uns aufgetürmt hat. Tut er aber nicht, oder? Nein. Tut er nicht. Ich habe mein ganzes beschissenes Leben immer nur gekämpft. Gegen jeden, der daherkam. Auch wenn er mir helfen wollte. Und wohin hat mich das gebracht? Es hat keinen Sinn, daran was zu ändern. Es muss weitergehen. Jetzt, wo du in Irish Point wieder am Start bist, würde ich dich bitten, so viel Kohle wie möglich ranzuschaffen. Diese Marcano-Sache wird nicht billig. Das heißt ja wohl, dass du dann auch einen Teil der Einnahmen willst. So sieht's aus.
Kann ich gerade behaupten, was ich zu denen gehört, die gern teilen. Aber Geschäft ist Geschäft. Nicky soll sich um den Schnaps kümmern, wenn eine Lieferung kommt, aber das Zeug liefert sich nicht von allein. Du ahnst ja gar nicht, wie viel Schnaps das ist. Geh und red mit ihr. Sie müsste hier sein, wenn sie nicht gerade auf Wachteljagd ist. Ist doch gar nicht Saison. Darum schert die sich doch einen Dreck. Entschuldige mich bitte. Ich gehe mal wieder zu Mr. Barbieri. Ich lasse ihn Ungarn so lang allein. Den Guten. Denkst du, ich habe vergessen, was du getan hast? Und wenn du Marcano noch so oft die Schuld gibst, deine Männer haben uns überfallen. Meine Männer haben Befehle ausgeführt. Bei uns gibt es Regeln. Ich mein Problem, wenn deine Leute das nicht kapieren. Wenn du mir so kommst, mache ich es eben zu deinem verdammten Problem. Aber wen sehe ich denn da? Ach du Scheiße, das widerlichste Sackgesicht der ganzen Stadt, Thomas Burke. Wichser, was hast du da gesagt? Nimm die Knarre runter, Burke. Wir werden es nur zusammen schaffen, Marcano zur Strecke zu bringen. Also Schluss mit dem Scheiß. Was redest du denn da? Die zwei haben für Marcano gearbeitet. Und der? Weißt du, wie viele von meinen Männern dieses Arschloch da gekillt hat, weil Marcano es ihm befohlen hat? Vergiss es. Bild dir bloß nicht ein, dass ich einem von den beiden je vertrauen werde. Nein, eben nicht. Das ist mir doch sowas von scheißegal. Du vertraust ihnen nicht? Gut. Ich vertraue nämlich keinem von euch. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich Barbieri rausgekickt, Doucette und seine Männer umgenietet und deinen Arsch vor Greco in Sicherheit gebracht habe. Ihr könnt euch hier und jetzt entscheiden, ob ihr euch verpissen wollt oder bereit seid mitzuziehen. Aber merkt euch eine Sache. Wenn einer von euch diesen Raum jetzt verlässt, landet sein Name auf meiner Liste direkt unter dem von Marcano. Also... Wenn wir mit der Kindergartenscheiße durch sind, können wir uns ja jetzt mit dem Plan befassen. Um eine Organisation dieser Größe auszuschalten, müssen wir mit den Leuten an der Basis anfangen und uns dann nach oben hocharbeiten. Genau wie in Vietnam. Ja, beim Militär haben sie euch den Kopf mit all dieser Taktik-Scheiße vollgestopft. Aber vergessen wir den ganzen Quatsch. Ich schlag vor, wir fahren hin und knallen ihn ab. Das dauert nicht mehr als eine Stunde. Je nachdem, wie viel Verkehr ist. Und was passiert deiner Meinung nach dann? Werden sich alle anderen brav hinlegen und sterben, du minder bemitteltes blödes Schwein? Du hast recht. Wenn wir nur Marcano killen, bringt uns das gar nichts. Dann übernehmen seine Brüder und wir stehen wieder am Anfang. Also sind unsere ersten Ziele seine Lieutenants. Wir machen sie kalt, sichern uns ihr Territorium und machen weiter mit den Capos. Wenn die Lieutenants und die Capos Geschichte sind, ist Marcano völlig isoliert. Und dann ist seine Zeit gekommen. Und was passiert mit den Territorien, die wir Marcanos Leuten abgenommen haben? Sobald wir die klargemacht haben, werde ich entscheiden, wer sich worum kümmert. Ich verteile die Distrikte, ihr kümmert euch um die Geschäfte und alles, aber ihr müsst sie auch verteidigen, sonst holt der Bastard sie sich zurück. Verstanden? Okay, weiter geht's. Ihr kennt doch das Gebäude am anderen Ufer des Sees, hm? Er baut dort ein Casino. Marcano versucht, sich ein legales Standbein aufzubauen. Fast sein gesamtes Vermögen steckt in dem Projekt. Also wenn er irgendwann rausfindet, was wir vorhaben, kann er nicht mehr flexibel reagieren. Und noch wichtiger, es ist für ihn eine persönliche Geschichte. Emotionen machen Menschen irrational. Und gierig. Genau da setzen wir an. Am Herz, da wo's weh tut. Hey, nette Ansprache. Haben sie es gefressen? Scheißegal. Die sind alle so gierig oder haben so einen Hals auf Marcano, dass sie schon mitmachen. Es sei denn, einer probiert, ob ihm die Krone auch passt. Und wenn schon, damit komme ich klar.
Hey, die Fotos waren schon ganz gut für den Anfang, aber ich brauche jetzt genauere Informationen über die Lieutenants. Wo machen sie ihre Geschäfte? Wo hängen sie ab? Was du hast? Die Unterlagen sind soweit vollständig. Wenn du bereit bist, ich bin's auch. Es ist mir auch gelungen, ein paar besorgte Bürger zu rekrutieren, die es gar nicht erwarten können, mehr über die Koalition der Spaghettifresser zu erfahren. Die Informationen, wie du an die rankommst, stehen in dem restlichen Material. Ich danke dir. Soll ich dich mitnehmen? Alles gut, ich fahr selber. Und das systematische Auslöschen von Marcanos Capos und seinen Leuten war wohl ein Teil des Plans. Muss ich jetzt bei Adam und Eva anfangen? Herrgott. Na schön. Wenn Sie jemanden vernichten wollen, dann zerstören Sie erstmal seine Grundlage. Ist dieselbe Prozedur wie damals in Vietnam. Wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.